Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis. feedback@heute.at. Ein Aussie, der Immobilieninvestor René Benko, fasst nun auch in den USA Fuß. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, soll Benkos Beteiligungsgesellschaft Signa gemeinsam mit der US-Firma RFA das Chrysler Building in New York für rund 150 Millionen US-Dollar erwerben. Das 1930 fertiggestellte Chrysler Building ist eines der berühmtesten Gebäude New Yorks und der Welt. Der Kaufpreis von 150 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 133 Millionen Euro, ist ein Schnäppchen, das Benko und seine US-Partner der Finanzkrise zu verdanken haben. Das Chrysler Building gehört bisher einer Investmentgesellschaft des Emirats Abu Dhabi. Diese hatte im Jahr 2008 noch 800 Millionen US-Dollar für 90% an dem Gebäude bezahlt. Im Zuge der Finanzkrise waren die Immobilienpreise dann eingebrochen und haben sich in manchen Fällen noch immer nicht ganz erholt. Umtriebiger Investor: In den vergangenen Jahren hat sich Benko mit seiner Investmentgesellschaft an mehreren bekannten Unternehmen beteiligt. So kaufte er etwa die insolvente Einrichtungskette Kika, Liner und fusionierte in Deutschland die Kaufhausketten Kaufhof und Karstadt. In Österreich machte er zuletzt mit seiner Beteiligung an Krone und Kurier von sich reden. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at, das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen, HOS. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen.